Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues Rezeptal für euch. Heute wieder ein Osterrezeptal. Obwohl, naja, diese Zöpfe kann man eigentlich jederzeit machen, aber jetzt zu Ostern ist das halt sehr, sehr passend. Ich habe die aus einem Hefeteig mit Topfen bzw. Quark gemacht. Das macht sie gleich noch leckerer und sie sind super fluffig und wirklich sehr saftig und bleiben es auch. Falls ihr mit diesem Teig noch andere Rezepte sehen wollt, weil mit dem kann man natürlich viele Arten von Gebäck machen. Falls ihr das wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare und dann wird es dann in nächster Zeit noch mit diesem Teig andere Rezepte geben, beziehungsweise andere Formen. Der Teig bleibt dann halt dasselbe. Ja, aber wie ich jetzt diese Zöpfe gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen genau einmal 150 Gramm Milch, die hat bei mir Zimmertemperatur. 20 Gramm frischen Germ bzw. Hefe, alternativ könnt ihr auch 7 Gramm trockene nehmen. 80 Gramm Zucker, natürlich kann man auch weniger dazu geben. Genau, 500 Gramm Mehl. Hier in Österreich ist das ein Typ 700, in Deutschland ein 550er. Ein mittelgroßes Ei. Ein halber Teelöffel Salz. 100 Gramm Topfen bzw. Quark, das ist bei mir ein 20-prozentiger. Jetzt aber. Das Ganze werde ich jetzt mit der Küchenmaschine auf kleiner, also auf niedriger Stufe einmal mischen für in etwa 2-3 Minuten. Natürlich funktioniert das auch tadellos, wenn man das mit den Händen knetet. Wenn euer Teig dann in etwa so aussieht, also wirklich in einem geformt, dann geben wir da genau 70 Gramm weiche Butter dazu. Wenn sie weich ist, ist natürlich ideal. Da verbindet sich das am leichtesten. Sie soll bitte nicht geschmolzen sein und auch nicht zu kalt, weil das verbindet sich dann einfach viel, viel schwerer. Da muss der Teig einfach viel länger geknetet werden. Und jetzt kneten wir das einfach so lange, bis die ganze Butter schön aufgenommen wurde und bis wir einen schönen glatten Teig haben. Für ihn etwa, ja, abhängig davon, wie ihr es halt knetet oder von eurer Maschine, einfach so um die, ja, 5 bis 7 Minuten, sage ich in etwa. Wenn euer Teig dann so aussieht, dann ist das auch schon genug. Hier habe ich jetzt meinen gekneteten Teig. Und hier habe ich jetzt meine Rosinen. Das sind genau 75 Gramm. Wer möchte, kann natürlich auch mehr reingeben. Ganz wichtig ist, dass das hier vorher in einer Flüssigkeit einlegt. In meinem Fall ist es einfach nur Wasser. Das ist jetzt bei mir 15 Minuten gestanden. Natürlich könnt ihr das auch länger stehen lassen. Ihr könnt das auch einlegen in Rum, wer möchte. Jetzt werde ich das einfach nur einmal dann abgießen. Ich mache das dann immer so, dass ich die Rosinen oder wie sie mein Sohn immer nennt, tote Trauben, dann einfach nur auf so ein Küchenpapier gebe und ein bisschen abtröpfle, dass wir da jetzt keine Flüssigkeit so mehr hineingeben. Kann man natürlich auch auslassen, aber ich mache das halt einfach gern. Und dann werde ich das einfach nur da in meinen auf meinen Teig darauf geben und einfach ganz kurz nur hineinkneten. Natürlich kann man das auch mit der Küchenmaschine machen. Dann gebt die Rosinen einfach nur zum Schluss hinein, schaltet auf niedriger Stufe und lasst das dann für so eine halbe Minute bis Minute kneten. Nur ich habe das halt in der Küchenmaschine nicht so gern. Mischt sich für mich irgendwie einfach nicht so gut durch. Das ist dann irgendwie nur um den Teig herum. Deswegen mache ich das lieber mit der Hand. Auch nur für, ja, ein paar Sekunden bis circa halbe Minute. Wenn ihr die dann eingearbeitet habt, dann
Bemehlt euch einfach nur eine Schüssel ganz leicht. Da kommt dann der Teig hinein. Ich bemehle ihn noch ganz leicht nur von oben. Decke mir dann den Teig ab. Und jetzt lassen wir ihn bitte für ja in etwa eine Stunde lang aufgehen. Gebt das einfach nur an einem warmen Ort. Falls er ein bisschen länger braucht, dann lasst ihm halt einfach nur die Ruhe. Meinen aufgegangenen Teig stütze ich mir jetzt einfach nur aus der Schüssel raus. Den teile ich mir jetzt in 6 Stücke ein, mit jeweils so um die 170 Gramm, weil ich 2 Dreistrangzöpfe mache. Ihr könnt aber natürlich euch das machen, wie ihr halt wollt. Teilt euch dann da einfach nur das so ein, wie ihr halt braucht, wie viele Stränge ihr halt braucht. Nun nehmen wir uns jedes einzelne Stück, formen uns dann solche Stangen draus. Dafür drücke ich mir das einfach nur so an, gebe dann die Seiten hinein, seht ihr, und von oben drücke ich das so fest hinein. Das Ende zwicke ich mir so zusammen und gebe es dann auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Unsere Stangen werden dann einfach nur abgedeckt, dass sie uns nicht austrocknen, und die lassen wir jetzt einfach für 10 Minuten lang entspannen. Nun nehmen wir uns jeden einzelnen Strang und halt die Stangen und formen sie jetzt dann so Strängen. Dafür lege ich sie mir einfach so hin, dann drücke ich mir das einfach nur ein bisschen an, gebe die obere Seite einfach so nach innen. Und dann drehe ich das so, schaue, dass der Schluss da wirklich schön gut zugezwickt ist, damit man da auch später einfach wenig sieht. Und jetzt machen wir einfach nur mit gleichem Druck, formen wir halt daraus einfach nur schöne Stränge. So sieht das dann in etwa aus. Meine Stränge sind so um die 35 cm und ich habe ein bisschen geschaut, dass ich so auf den Spitzen hin ein bisschen schmaler werde. Einfach nur, dass der Teil innen ein bisschen dicker ist. Das muss aber natürlich nicht sein. Ihr macht einfach eure Zöpfe, wie ihr wollt. Gut, wenn wir jetzt mit den Formen fertig sind, werden wir dann anfangen, sie zu flechten. Ich habe mir jetzt 3 nebeneinander gelegt. Jetzt bestäube ich das leicht mit Mehl, weil wenn man sich jetzt irgendwie verflechtet, kann man das dann leicht wieder rückgängig machen. Ich mache das dann einfach nur so, dass ich dann mittig anfange, die rechte Seite einfach nur so in die Mitte, dann die linke in die Mitte, rechts in die Mitte, links in die Mitte, rechts in die Mitte, links in die Mitte, das drücke ich mir zu. Jetzt könnt ihr entweder den Zopf so her zurückdrehen und dann gleich wieder auch anfangen, oder ihr dreht ihn einfach nur so her. Dann fangen wir wieder rechts an, aber jetzt gehen wir das rechte von unten in die Mitte, dann das linke von unten in die Mitte, das rechte von unten in die Mitte. So, bis zum Schluss. Das Ende drücken wir uns dann wieder an. Jetzt könnt ihr ihn noch so ein bisschen zurecht formen und drücken, zurecht zupfen, wie es euch leicht gefällt. Das Ende drücke ich mir da einfach nur an und tue es einfach schön drunter, sodass euch die Form passt. Seht ihr, so sieht das Zopferl dann bei mir aus. Und das kommt dann einfach nur auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. So, meine Zopfis habe ich jetzt einfach nur, wie schon vorher gesagt, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech gegeben. Schaut, dass ihr sie gleich so platziert, dass die überall gleichmäßig Platz haben. Jetzt könnt ihr sie noch irgendwie zurechtziehen und so formen, wie es euch passt. Später geht es dann nicht mehr. Nun werden sie dann einfach abgedeckt, dass sie uns nicht austrocknen. Und die lassen wir jetzt abhängig von eurer Zimmertemperatur und wie die halt aufgehen, so um eine Stunde bis eineinhalb Stunden lang aufgehen. Wenn unsere Zöpfe dann schön aufgegangen sind, werden wir sie dann bestreichen. Ich habe hier einfach nur ein ganzes Ei und damit bestreiche ich das jetzt vorsichtig. Ihr könnt natürlich auch, so wie ich sonst immer nehme, ein Eigelb mit einem Esslöffel Weißwasser. Aber ich hatte das jetzt übrig, deswegen nehme ich so ein ganzes verquilltes Ei.
Nun kann man sie entweder so lassen oder beliebig bestreuen. Ich werde jetzt einen von meinen einfach mit ein paar Mandelblätter bestreuen. Ihr könnt da aber auch Hagelzucker raufgeben, sieht auch ganz toll aus und schmeckt natürlich auch ganz gut. Nun kommen sie dann einfach nur ins vorgeheizte Backrohr bei 180 Grad Ober-Unterhitze. So, meine Lieben, so sehen meine zwei Zöpfe jetzt fertig aus. Die waren bei mir so um die 30 Minuten im Backofen, also beobachtet das einfach, jeder Backofen backt anders. Die sind wirklich super schön geworden. Das Licht bei mir in der Küche heute ist leider nicht so gut. Es ist draußen leider sehr düster, es regnet und es schneit sogar. Deswegen hoffe ich, ihr könnt das trotzdem so halbwegs erkennen. Ich werde euch das trotzdem noch ein bisschen in die Kamera zeigen. Ich glaube, so sieht man das gleich ein bisschen besser, wirklich wie die Zopferl aussehen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!